Hi, willkommen zu diesem kleinen Special-Video. Mein Ringlicht ist leider immer noch kaputt, deshalb ist das Bild hier wahrscheinlich gerade nicht ganz so schön freigestellt. Aber das ist gar nicht das Thema dieses Videos. Das Thema dieses Videos ist nämlich, dass wir hier auf dem Kanal die 800 Abos geknackt haben. Und ich habe es immer noch nicht so ganz realisiert. Mittlerweile sind wir ja schon über die 800 Abos drüber. Und ich bin einfach wahnsinnig sprachlos deswegen. Und auch richtig, richtig dankbar. Also vielen, vielen Dank an alle, die neu dazugekommen sind. An alle, die abonniert haben. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und ich hoffe, ihr fühlt euch wohl hier am Kanal. Als kleines Special für den 800er Abo-Schritt dürft dieses Mal ihr wieder entscheiden, was denn die nächste Challenge werden soll, die auf diesem Kanal kommt. Jetzt ist ja gerade das Landhausleben-Let's Play zu Ende, da bietet sich's an, dass wieder was Neues gestartet wird und ich habe das schon seit 200 Abos nicht mehr gemacht, tatsächlich. Damals hatten wir ja eine Umfrage und am Schluss kam dann die Black Widow Challenge raus. Damals hatten wir aber noch viele andere Challenges in der Liste und es war wirklich ein knappes Rennen. Und da habe ich mir gedacht, warum mache ich das eigentlich nicht dieses Mal nochmal? Dieses Mal sind teilweise Challenges auf der Liste, die es damals auch schon waren und es sind auch ein paar neue dazu gekommen. Ihr werdet gleich zwischen 5 Challenges wählen dürfen. Und warum habe ich jetzt 10 gezeigt? What the fuck? Auf jeden Fall werde ich euch 5 Challenges zur Auswahl stellen und in der Infobox unten findet ihr dann einen Link zur Abstimmung und da dürft ihr euch dann für eine dieser Challenges entscheiden. Bevor ich jetzt noch länger um den heißen Brei herumrede, kommen wir zu Wahlmöglichkeit 1, nämlich der Teen Rags to Riches Challenge. Die war damals auch schon auf der Liste und ist relativ bekannt. Man startet mit 0 Simoleons, darf keinen Job haben und muss alles sammeln. Außerdem muss man gewisse Fähigkeitslevel erreichen, damit man überhaupt ein Haus bauen darf oder gewisse Möbel kaufen darf und so weiter. Wie der Name schon sagt, spielt man das Ganze in dem Fall mit einem Teenager und ich würde auch noch einen kleinen übernatürlichen Aspekt einbauen in diese Challenge. Unsere Wahlmöglichkeit 2 ist die Yandere Challenge. Die war damals als die Fragezeichen Challenge in der Liste und hatte tatsächlich einen Gleichstand mit der Black Widow. Bei der Yandere Challenge haben wir eine kleine Story Challenge, die mörderisch gut ist. Und zwar ist es angelehnt an das Spiel Yandere Simulator, wo man quasi einen liebesbesessenen Teenager spielt, der einen Senpai in der Schule hat, eine angebetete Person. Und jeder Konkurrent, der sich an den Senpai der Yandere ranwagt, den räumen wir natürlich gehörig gut aus dem Weg. Der Punkt 3 wäre eine Legacy Challenge, also ein ziemlicher Klassiker, eigentlich der Klassiker schlechthin. Allerdings haben Legacy Challenges das Glück, dass sie sehr viele unterschiedliche Spezialisierungen haben können. Beispielsweise wollte ich damals, als ich es in der Liste hatte, die Decades Challenge machen. Die kannte man damals noch nicht so wirklich. Mittlerweile ist sie schon ziemlich bekannt geworden, habe ich mitbekommen. Und ja, ob es die dann wird, weiß ich tatsächlich nicht. Aber ja, ich meine mit diesen Spezialisierungen eben genau sowas. Also ihr kennt bestimmt auch die Disney Legacy oder keine Ahnung, Not So Berry. Das sind ja alles Spezialisierungen der Legacy Challenge. Also die Legacy Challenge mit gewissen Vorgaben und einem gewissen Thema. Und so würde ich das dann auch auslegen. Welche Spezialisierung das am Ende wird, das habe ich noch nicht entschieden, beziehungsweise da dürft ihr vielleicht nochmal abstimmen. Punkt 4 wäre eine Survival Challenge. Survival Challenge in dem Sinn, dass man Sims hat, die darum kämpfen müssen zu überleben. In welchem Setting das ist, habe ich noch nicht entschieden. Das könnte zum Beispiel sein, weil eine Naturkatastrophe ausgebrochen ist, eine Zombie-Apokalypse oder einfach, weil irgendwelche Mörder hinter ihnen her sind. Auf jeden Fall geht es in dieser Challenge darum zu überleben. Unsere Challenge Nummer 5 ist die Four Immortal Sisters Challenge. Da geht es um die 4 Schwestern der Elemente. Also man hat einfach 4 Sims, die die Elemente repräsentieren und die wollen ihre eigene Unsterblichkeit wiedererlangen, indem sie die Männer, mit denen sie sich fortpflanzen, an die Kuhpflanze verfüttern und dann quasi das Elixier des Lebens schlürfen dürfen. Und jeder Schwester muss eben gewisse Aufgaben und Fähigkeiten lernen. Also hat ganz witzig geklungen und ich dachte mir, ich nehme es mal in die Liste mit auf. Auf jeden Fall sind das eure 5 Auswahlmöglichkeiten. Ich bin schon wahnsinnig gespannt, was es wird. Wann die neue Reihe dann startet, kann ich jetzt
jetzt noch nicht sagen. Das ist auch davon abhängig, wie viel ich noch vorbereiten muss. Es ist ja für jede Challenge unterschiedlich viel Vorarbeit nötig. Schreibt doch auch gerne in die Kommentare, was ihr von den Abstimmungsmöglichkeiten haltet. Oder kennt ihr vielleicht noch Challenges, die ihr gern mal sehen würdet hier? Vielleicht schaffen die sie auf die nächste Abstimmungsliste, wer weiß. Es hat mich auf jeden Fall wieder sehr gefreut, dass ihr heute da wart. Ich wünsche euch eine richtig schöne Zeit, bis wir uns dann das nächste Mal wiedersehen. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Jeder Daumen nach oben für dieses Video ist wie immer auch ein Daumen nach oben für Reginald, das beste Glas der Welt. Ich sag dann erstmal Tschüss und nochmal vielen, vielen Dank. Here we are, missing out.